Samsung Galaxy X Cover 4S versus Vivo S7. Welches Smartphone ist besser? Wenn ihr zwischen den beiden Produkten schwankt, hilft euch dieses Video. Ich stelle die unterschiedlichen Merkmale der Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Design. In der Kategorie Design gewinnt das Galaxy X Cover 4S eindeutig mit 73 zu 51 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit, 12,6 mm kürzer und 0,9 mm schmaler. Das Vivo S7 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 2 Gramm leichter, 2,3 mm dünner und 16,1% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm gewinnt das Vivo S7 deutlich mit 46 zu 39 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 39% höhere Pixeldichte, 2,8-fach höhere Auflösung, 29% größere Bildschirmgröße und OLED bzw. AMOLED-Bildschirm. Das Galaxy X Cover 4S hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. Besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das Galaxy X Cover 4S eindeutig mit 88 zu 73 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser, hat einen externen Speichereinschub und unterstützt Hardware-Virtualisierung. Das Vivo S7 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 10% schnellerer Prozessortakt, 5 GB mehr Arbeitsspeicher, 224 GB mehr interner Speicher, 7 Nanometer kleinere Halbleitergröße, eine neuere Version von DirectX und 2,8-fach höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Im Bereich Kameras gewinnt das Vivo S7 eindeutig mit 79 zu 44 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 4,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 10,4-fach mehr Megapixel der Frontkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, schnellerer Fotoautofokus durch Phasendetektion bei Fotos, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, es hat einen manuellen Fokus, es hat eine Doppelobjektivkamera, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, eine Blitz-LED mehr, 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera, verfügt über eine Zeitrafferfunktion und hat eine Frontkamera mit zwei Linsen. Das Galaxy X Cover 4S kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 10,5% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI und hat eine Frontkamera. Audio. Beim Punkt Audio ist das Galaxy X Cover 4S mit 58 zu 8 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und hat ein Radio. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das Vivo S7 haarscharf mit 64 zu 63 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 43% mehr Akkuleistung und unterstützt schnelles Laden. Das Galaxy X Cover 4S kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. Hat einen austauschbaren Akku. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Vivo S7 deutlich mit 83 zu 76 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Vierfach schnellere Downloads, hat einen Fingerabdruckscanner, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 4,2-fach schnellere Uploads, unterstützt 5G und hat Bluetooth aptX. Ergebnis.
Mit 66 Punkten schlägt das Vivo S7 in der Gesamtwertung eindeutig das Samsung Galaxy X-Cover 4S mit 55 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.